Konnichiwa, meine kleine lieben süßen Otomatomodachis und herzlich willkommen wieder zu Doppelter Heiratsantrag, eine gefährliche Dreiecksbeziehung. Ja, meine Lieben, ich habe gar keine Ahnung, was im letzten Part passiert ist. Alle sind da raus, wir haben Makoto Shinonuma ausgewählt. Yuzuru Takanashi mag ich immer noch nicht. Kazuki Igarashi finde ich komplett hot wie sonst noch was. Und Kyoji Sakuraba, was für ein scheißer Name, ist auch ein recht hübscher Boy. Aber natürlich machen wir Makoto. Unser Makoto. Oh nein, du. Oh nein, die Situation. Also heißt das geht, Date geht klar. Nein. Aber ich habe Makoto gesagt, dass ich keine anderen Männer mehr... Er arbeitet doch heute Nacht nicht, wahr? Darüber wissen Sie auch Bescheid? Nein, aber du hast ihm meine Aufforderung Folge geleistet nach der Arbeit. Deshalb habe ich mir nur eins und eins zusammengezählt. Er ist ein halber Sherlock. Okay, verstanden. Gut dann, Nummer 2. Jups. Nimm mich ab jetzt beim Namen. Bitte? Ach so, seine komischen Bedingungen, gell? Damit irgendwas von irgendwas, ne? Auf seine Aussage hin starre ich ihn mit runden Augen an. Also, das ist... Ganz einfach, oder nicht? Nenn mich Yuzuru. Aber... Shinonuma nennst du auch beim Namen. Was ich ganz schön unfair fand. Ich möchte, dass ich Menschen, die ich gerne habe, meinen Namen nennen. Trotzdem. Einfach so plötzlich? Das ist irgendwie komisch. Ich versuche, meine Gedanken zu ordnen, kommt Takanashi mit seinem Gesicht ganz nah zu mir. Kime, na los, sag es. Von mir aus auch nur, wenn wir zu zweit sind. Wenn du dich weigerst, muss ich dich wohl zur Strafe küssen. Das ist gemein, sowas zu sagen. So sind Männer nun mal. Ich versuche, seine wahre Absicht im Gesicht abzulesen, doch er grinst mich nur an. Ich habe keine Ahnung, was er wirklich denkt. Er denkt, du machst das eh nicht und er küsst dich dann, weil er es gerne möchte. Punkt. Daraus konnte ich das lesen. Wenn du die zwei Bedingungen annimmst, dann werde ich dir den Nebenjob vorstellen. Ah, wegen Nebenjob, okay. So formuliert, aber trotzdem. Kannst mich mal am Arsch lecken, Arschloch. Was soll der Scheiß? Ich weiß, ich brauch das, aber ich mach das nicht. Sorry, ich hab mein Leben noch. Ich kann nicht. Warum denn? Ach so, du bestehst also auf den Kurs. Nein, das raubt... Nein! Was? Nein! Er muss es also doch ernst mit dem Kurs. Er meint das wohl ernst mit dem Kurs. Jo. Wirk. Kompletter Wirk. Ass reiner Wirk. Yuzuru. Leiser spreche ich seinen Namen aus, woraufhin er anfängt zu grinsen. Was für ein Arschgesicht. Das Auto wird gepackt und wir machen uns auf den Weg in die Nacht. Mit einem Arm um meine Hüften gelegt, laufen wir Seite an Seite bis zum Flittchen, ey, dass es zulässt. Ganz schön hinterlistig. Makoto ist auch so, aber Yuzus Gesten sind irgendwie feiner. Ist etwas? Kann ich das kurz ansehen? Ich bleibe vor einem Schaufenster eines Brautschmuckladens stehen. Der große Diamantring entlockt mir einen Seufzer. So wunderschön. Sieht aus wie ein Verlobungsring. Ja, auf der Arbeit habe ich öfter mit derartigen Ringen zu tun. Man sieht sich nie satt. Irgendwann kommt der Tag, an dem ich seinen Ring bekomme. Bei diesen Gedanken taucht Makotos Gesicht vor meinem geistigen Auge auf. Makoto darum bitten wäre, ich hoffe, er schenkt mir eines Tages. Aha, also gefallen dir derartige Dinge? Gefallen? Eher ein gewisses Verlangen danach. Das klingt auch nicht besser. Dann freust du dich, wenn ich dir so einen Ring schenke? Bitte? Fragend blicke ich zu ihm, da lächelt er nur bitte und umarmt mich. Du bist gemein. Hast du wirklich meinen Antrag schon vergessen? Das juckt mich nicht. Lieber Boy. Oh, es zieht sich. Das zieht sich sogar sehr, das mich nervt. Ja, Deutsch weg. Ich habe es nicht vergessen. Doch, hast du ziemlich gut. Aber doch irgendwie, sag ich doch. In meinem Kopf herrscht Chaos nach all dem, was in letzter Zeit passiert ist.
Schnell versuche ich, das Thema zu wechseln. Wegen dem Nebenjob, um was genau geht es da so scheiß, ne? Wollen wir was essen gehen? Danach erzähle ich dir dann alles. Komisch, er wirkt, also würde er mir was verheimlichen. Und ich bin mir so sicher, irgendwas geht schief in diesem Ding. Er bringt mich in ein edles Restaurant. Allein das Geschirr vor mir lässt mich nervös werden. Ich kann mich in diesem Level einfach nicht gewöhnen. Kima, bist du wieder nervös? Ja, ich komme nicht oft hierher. Entspann dich. Denk einfach an das leckere Essen, das man dir serviert. Nervosität verdirbt dir nur den Appetit. Ich nicke entschlossen und fange an zu essen. Wow, sehr lecker. Na siehst du, sag ich doch. Du wirst dich schon daran gewöhnen. Hä? Wenn du mich heiratest, führe ich dich jeden Tag aus. Sein liebevollen Lächeln hält mein Blick nicht stand. Nach dem Essen bringt mich Yuzo bis vor mein Apartment und dann wischt uns Makoto, da sind wir so oder so gefickt. Von den Nebenjob hat er mir immer noch nicht gesprochen. Nicht mit mir gesprochen. Er hat doch nicht etwa gelogen. Wobei ich mir vorstellen kann, dass er sowas tun würde. Das wäre hinterlistig. Das wäre tatsächlich ziemlich hinterlistig, wenn er es tun würde. Ein Sessel entkommt mir mal wieder und ich lasse meine Schultern hängen. Woraufhin Yuzo gleich in die Knie geht und mir in die Augen blickt. Oh Gott. Kime, du sollst doch kein derartiges Gesicht ziehen. Da zieht er einen Umschlag aus seiner Tasche und drückt mir sie in die Hand. Was ist das? Dein Lohn. Ein was? Lohn? Für jedes Date mit mir bezahle ich dich. Na, ist doch viel besser, als in der Bar zu schuften. Also, war das alles? Entschlossen gebe ich ihn den Umschlag zurück. Das kann ich nicht annehmen. Das ist ja so, als wäre ich... Ich bin doch nicht käuflich. Mit lauter Stimme lasse ich den völlig perplexen Yuzo im Auto zurück. Ernsthaft? Ist der komplett bescheuert? Vielleicht habe ich überreagiert. Ich schreibe ihm einfach später eine Mail. Ich hasse mich selbst für meine Reaktion, als es plötzlich an der Tür klingelt. Dann stehe ich auf und blicke auf den Monitor. Makoto steht vor der Tür. Makoto! Ich laufe zur Tür und öffne sie sofort. Kime! Er sieht so schlecht aus, ob es noch schlimmer geworden ist. Aber das Einzige, was ich für ihn tun kann, ist ihm zuzulächeln. Du bist zurück, komm rein! Ich heiße ihn willkommen, als er mich plötzlich fest umarmt. Makoto? Deshalb kommt er mit seinem Gesicht immer näher. Hallo? Was hat der jetzt? Ich muss aber eigentlich ganz ehrlich sagen, diese Spiele ziehen sich ziemlich doll, obwohl das nur 10 Kapitel haben. Und ich fand schon Liebe in Flammen komplett überanstrengend. Also da war es wirklich richtig, richtig, richtig schlimm. Hier ist es nur richtig, richtig schlimm. Also ein schlimm weniger. Aber es zieht sich ziemlich. Oh, ja, ist okay. Was ist denn jetzt? So nah, dass unsere Lippen fast aufeinander liegen, schnell drücke ich ihn von mir weg. Makoto, wir stehen am Eingang. Ich weiß, sagt er mit einem schwachen Lächeln und drängt mir einen Kuss auf. Kime. Makoto, was ist? Mich immer noch arm halten, kommt er herein und schließt die Tür hinter sich. Dann stützt er irgendwie erleichtert seinen Stirn an meine Schulter. Also bist du doch müde. Ja, vielleicht, murmelt er völlig erschöpft. Solltest du nicht besser gleich in deine Wohnung gehen? Bei der Erkältung hast du mich wieder gesund gepflegt. Da dachte ich, du hilfst mir vielleicht auch jetzt. Ich wollte dich nur kurz sehen. Dass er auf mich vertraut, freut mich. Ich möchte wirklich an seiner Seite bleiben. Mein Trübsal von vorhin ist wie verflogen. Ich lege meine Arme um ihn und streiche seinen Rücken. Du brichst uns zusammen, wenn du weiter so arbeitest. Ja, ich weiß. Wollen wir zur Abwechslung nicht ausgehen? Hä? Ein Date. Dieses Wochenende. Das ist das erste Mal, dass du mich einlädst. Kann sein. Und was sagst du? Vielleicht ist es zu spontan. Auf meine Frage hin lächelt er überglücklich. Natürlich, und gern. Echt? Ja, ich freue mich drauf. Und wohin willst du? Wahrscheinlich shoppen, oder? Letztes Mal waren wir ja schon im Kino. In der Stadt spazieren ist sicherlich toll, aber wie wäre es eher außerhalb? Da ist es ruhiger.
Ich mache uns ein Bento. Picknick? Ja, ist vielleicht etwas kindisch. Du bist müde, da sollten wir uns einen Tag lang entspannen. Gute Idee. Wobei ich nicht finde, dass die Idee kindisch ist. Ich finde es romantisch. Super, damit kann ich ihm wieder etwas mehr Energie geben. An diesem Wochenende fahren wir wie abgewöhnt in eine Gegend außerhalb der Stadt. Wir sitzen auf Klappstühlen im Schatten und Makoto öffnet die Bento-Box. Seine Augen werden groß und rund. Wow, wie hübsch. Hast du das gemacht? Ja, ich habe mich angestrengt. Bitte, fang einfach mal an. Danke, also dann? Er schiebt sich ein bisschen in den Mund und fängt an zu grinsen. Gespannt beobachte ich seine Reaktion. Deliziös. Ich wollte delicious sagen. Naja, ist ja auch nicht falsch, ne? Ich muss schon wieder gehen. Entschuldigung. Gott sei Dank. Ich koche zwar immer für mich, aber ich war ganz schön nervös, da du heute auch mit dabei bist. Musst du nicht. Ein sehr eleganter Geschmack. Genau wie du. Ach, hör schon auf. Doch, doch, glaub mir. Sehr gute Voraussetzung für eine Braut. Braut? Und ich wäre überglücklich, wenn ich der Mann an deiner Seite sein könnte. Sagt er so ganz nebenbei, woraufhin meine Wangen ganz heiß werden. Entspannt essen wir zusammen unser Picknick. Die Brise tut gut. Wirklich ein schöner Art zum Entspannen. Die Luft ist auch so sauber. Genau, wenn es deiner Schwester besser geht, dann lass uns doch zu dritt hierher kommen. Kime. Doch, hier wird sie bestimmt wieder gesund. Grinsend die Augen zusammengekniffen, umarmt er mich fest. Makoto? Du bist wirklich süß. Ich. Er unterbricht meine Worte mit einem Kuss. Reflexartig drücke ich ihn von mir weg. Ja, ich sag immer weg, weil das für mich ein bisschen logischer klingt. Makoto, so in aller Öffentlichkeit, das geht doch nicht. Willst du nicht? Es ist mir peinlich. Weil du einfach süß bist. Da kann ich mich nicht zurückhalten. Also das in aller Öffentlichkeit. Makoto gibt mir erneut einen Kuss, als würden ihm die fremden Augen nichts ausmachen. Ich kann mich einfach nicht mehr wehren und klammere mich an seinen Shirt fest. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine lieben Tomodachis. Gebt einen Daumen hoch, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das findet, weil ich finde, das zieht sich ziemlich lange, aber hey, ja. Bye bye, ciao, ciao, sayonara und salam, Tomodachis. I love you und. Entschuldigung.